Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hardware-Test hier bei uns auf dem Kanal. Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing der Nintendo Switch und zwar die neue Version. Gleich geht's los nach einem kurzen Intro. Ja, also die Post war heute da und hat ein bisschen was vorbeigebracht. Einmal habe ich hier ein Spiel bestellt und einmal hier die neue Version der Nintendo Switch. So heißt es zumindest auf Amazon. Wer jetzt im Laden steht und sich überlegt, ja, neue Version, cool, was kann die, was ist da anders und wie unterscheide ich die überhaupt? Das wollen wir heute mal so ein bisschen klären. Erstmal haben wir hier natürlich die Anwendungsmöglichkeiten. Woran erkenne ich erstmal die neue Version? Die neue Version erkennt man natürlich an der Seriennummer, die ist hier unten drunter, die lasse ich jetzt mal hier kurz weg, aber man erkennt sie auch ganz leicht an der Verpackung, denn das ist jetzt hier rot, also das Hintergrundbild ist hier rot, bei der alten Version ist das Hintergrundbild weiß. Daran erkennt man es schon mal am Karton. So, was hat sich vom Packungsinhalt verändert? Das werden wir jetzt gleich mal schauen. Hier gucken wir erstmal nochmal auf die Rückseite, die beiden Controller oder die beiden Joy-Cons, wie ich wusste, dass ich Controller sage, die hier mit drinne sein sollen. So, wir gucken rein, schauen wir erstmal und da ist sie. Das hier ist die Nintendo Switch und zwar die verbesserte. Die Frage ist jetzt eigentlich, was hat sich geändert? Optisch sieht sie eigentlich gleich aus wie ihre Vorgängerin. Auch der Kickstand hier an der Seite sieht erstmal genauso aus, wenn man den denn überhaupt aufklappen kann. Ich hatte noch nie eine Switch, deshalb kann ich das jetzt nur so vergleichen. Okay, gut. Er wirkt immer noch ein bisschen wackelig. So, aber was hat sich geändert? Optisch werden wir hier nicht viel sehen können. Es hat sich nämlich geändert, dass man hier einen leistungsstärkeren Akku verbaut hat. Jetzt soll die Switch länger durchhalten können. Da bin ich gespannt, ob das wirklich so ist. Und vor allem, wie lange, das konnte ich jetzt nicht wirklich finden im Moment, was da jetzt für eine Aussage ist. Auf jeden Fall soll es einige Stunden mehr, je nach Spiel natürlich, sein. Außerdem hat man noch einen leistungsstärkeren Prozessor eingebaut, der ungefähr 10% mehr Power hat. Trotzdem könnt ihr die alten Spiele der Switch One sozusagen, also der ersten Switch, immer noch problemlos spielen. Und so wirklich wird man wahrscheinlich diese 10% auch gar nicht merken im Moment. So, dann haben sie hier ein neues Display eingebaut. Das Display kann jetzt ist ein deutlich helleres Display. Das heißt, man kann draußen viel besser damit spielen und die Farben werden insgesamt auch von dem Display wärmer dargestellt. Das alte, wir hatten das Thema schon mal bei den Leuchtmitteln, die wir mal getestet haben. Da gibt es immer so ein Warmweiß und so ein Kaltweiß. Die alte Switch, die von vor 2 Jahren, hat halt ein relativ kaltes Display. Und hier hat man jetzt deutlich wärmeres Display verbaut. Aber wie gesagt, das ist das Einzige, was man optisch sieht. Was man auch noch mitkriegen kann, ist, dass man die Lüfter verbessert hat. Denn die Konsole hat jetzt ein besseres Hitzemanagement. Das heißt, der Lüfter sollte nicht mehr so laut werden. Das sind aber auch so Angaben, ja, ne, die macht Nintendo zwar, aber ob das am Ende so ist, weiß man jetzt auch nicht so genau. Ne, ich habe, wie gesagt, auch keine zweite hier, dass ich das vergleichen könnte. Und von daher, ja, muss ich mich da auf die Angaben verlassen. Es ist auch nur ein Informationsvideo für euch, dass ihr wisst, was hat sich denn eigentlich geändert. So, die packe ich jetzt erstmal beiseite. Das ist ja das Herzstück von dem Ganzen. Dann gibt es hier noch die zwei Paar Joy-Cons, die hier mitgeliefert werden. Können wir auch mal auspacken. Hier hat sich auch etwas verändert. Auch wenn das wieder nur, ja, größtenteils eigentlich unter der Haube passiert ist, das, was hier geändert wurde, es ist ein anderer Akku drin. Das ist erstmal nur der Fakt, es ist ein anderer Akku drin. Ob der Akku jetzt besser ist, ob der länger durchhält, das wird nicht angegeben, aber es ist ein anderer Akku verbaut. Genauso wie andere Sticks hier verbaut wurden, auch die sollen besser sein. Gut, ich habe jetzt, wie gesagt, nicht so direkt den Vergleich. Insgesamt hat man ja auch noch eine neue Platine verbaut, die soll Fehler beheben, also die Fehler, die die alten Joy-Cons hatten, ich weiß gar nicht, Shiftless oder so hieß dieser Fehler, den man da hatte und das soll hiermit wohl nicht mehr vorkommen. Ja, bin ich gespannt. Wie gesagt, kann ich jetzt so noch nichts weiter zu sagen. Ich packe das erstmal hier hin. Dann schauen wir mal weiter, eine Etage tiefer.
Es ist ein wenig eng hier bei mir auf dem Tisch. So, da haben wir erstmal wieder eine Anleitung. Ich vermute mal, hier hat Nintendo nichts dran geändert. Was haben wir hier noch? Das ist einmal ein HDMI-Kabel. Auch das war natürlich bei der alten Version auch schon enthalten. Und ein Stromkabel. Und hier hätte ich eigentlich gedacht, dass Nintendo etwas anders macht, dass man hier sagt, Leute, passt auf, wir machen euch hier einen USB-Stecker. Das ist gerade dann praktisch, wenn ihr die Switch über Powerbank laden wollt, dann habt ihr direkt ein USB Type-C-Kabel. Klar, man hat jetzt schon viele, haben schon USB Type-C-Kabel, weil das natürlich an den vielen Handys schon dran ist, aber man muss dann eben das Handy-Ladekabel mitschleppen. Gut, ich hätte mir das gewünscht, dass man da einen anderen Stecker ranbaut, aber Nintendo wird sich jetzt gedacht haben, ey Leute, das Ding ist sowieso nur fürs Dock gedacht, ne? Und das Dock werdet ihr nicht immer vom Fernseher abbauen. Auch verständlich. Okay, dann haben wir hier die Joy-Con Grips, heißen sie, glaube ich. Ich bin wirklich kein Nintendo-Experte. Ich packe das hier jetzt echt nur mit euch aus. Und hier hat sich nach meinen Informationen, die mir vorliegen, nichts geändert. Das ist gleich geblieben. Die Dinger sind ja, jetzt muss ich mal gucken, hier muss man auf Plus und Minus gucken, eigentlich so zum Draufschieben. Dann, ich traue mich gar nicht. Traue ich mich jetzt? Ich krieg's dann nie wieder ab. Ich krieg's nicht mal hin. Ich krieg's nicht mal rauf. Warte mal, man muss hier, glaube ich, entsperren einmal. Oder ist das schon entsperrt? Ja, Leute, ich sollte vielleicht die Anleitung vorher lesen. Ah, okay, so geht das. Und zum Abnehmen dann entriegeln. Und irgendwie kann man hier oben noch drauf drücken. Wie entriegelt man? Okay, das muss ich dann nachher wahrscheinlich mal auseinandernehmen. Ich will es jetzt auch nicht kaputt machen. Das wäre dann furchtbar unangenehm. Jetzt ist es, glaube ich, entriegelt. Oder es ist jetzt verriegelt. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Gut, schauen wir erstmal weiter. Davon gibt's. Ich wollte schon sagen, davon gibt es nur einen. Nein, hier unten ist der andere. Also es sind zwei. So, was haben wir noch? Wir haben hier den. Das ist, glaube ich, der Grip. Entschuldigung, wenn ich da jetzt was Falsches gesagt habe. Hier steckt man die Joy-Cons ran und hat eine Art Controller. Leider hat Nintendo auch hier nicht den Aufladbaren reingepackt. Das heißt, hier könnte man. Es gibt einen, wo man hier ein USB Type-C-Kabel anschließen kann und dann die Joy-Cons lädt. Geht hier nicht. Also Joy-Cons nur laden, wenn sie. Also Joy-Cons laden dann nur, wenn sie dann an der Switch angeschlossen sind. Kommen hier dann so ran. So. Und dann gibt es hier noch etwas hier drin in dem schönen Karton. Uah. Wenn es denn überhaupt rauskommt, das ist einmal das Dock. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade die gesagt habe. Die Dock ist ein bisschen falsch ausgesprochen. Das ist einmal das Dock von Nintendo. So, geändert hat sich nach meinen Informationen hier dran nichts. Hier hinten ist der USB 3 Anschluss. Dann der HDMI-Anschluss und Strom haben wir hier auch nochmal. Und an der Seite sind zwei USB-Anschlüsse. Mich wundert echt, warum das Ding so schwer ist. Hier ist ja eigentlich keine Technik weiter drin. Ja, das Netzteil haben wir ja hier. Es sind eigentlich nur ein paar Kabel und ein paar Buchsen. Und natürlich ganz viel Plastik. Dann schauen wir hier jetzt nochmal rein. Einige hatten sich ja gleich zu Beginn beschwert. Wenn ich meine Konsole in das Dock stelle, dann kriege ich Kratzer auf dem Display. Hat Nintendo hier etwas gemacht? Hier fühle ich zumindest ein paar. Also hier ist so ein bisschen Gummi drin. Hier unten an der Stelle, hier oben weiter ist nichts. Das ist pures Plastik. Aber gut, da muss man halt aufpassen. Hier unten, wie gesagt, ist auf jeden Fall das gummiert. Kann ich jetzt aber auch nicht sagen, ob das vorher schon war oder nicht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. So, ja, das ist eigentlich das, was drin ist. Ihr seht also, der Verpackungsinhalt ist gleich geblieben. Das heißt, das ist hier genau das gleiche, was ihr auch schon vorher hattet. Halt eben mit ausgetauschten Komponenten. Also die größten Änderungen natürlich an der Konsole selbst, an diesem Tablet. Mit dem verbesserten Hitzemanagement, dem klareren, besseren, helleren Display und der längeren Akkulaufzeit. Das sind, glaube ich, die Argumente, die Nintendo vor allem hervorbringt für die neue Version. Ja, wenn man sich jetzt fragt, was kostet die neue Version bei Amazon aktuell 299 €? Ja, die ist genauso teuer wie die alte Version.
Bei der alten Version liegt allerdings, habe ich gesehen, bei Amazon zumindest, ein 35 € eShop-Coupon dabei für den Nintendo eShop. Das heißt, ihr spart da nochmal 35 €. Das müsst ihr euch jetzt überlegen, ob euch das dann wert ist oder ob ihr sagt, 35 € okay, aber ich will doch lieber die Konsole haben, die ein besseres Display hat. Weil ich das halt mehr im Handheld-Modus spielen will. Ich werde sehen, wie ich es spielen werde. Ich weiß das ehrlich gesagt noch nicht so genau, ob ich es mehr am PC, am Fernseher, am PC spiele, am Fernseher spiele oder mehr im Handheld-Modus. Das werde ich noch sehen. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es von diesem Unboxing und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen da oder schreibt in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer David von meinika.de.